Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Pass auf, ein Wort. Ja, schönen guten Morgen. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter aus Osnabrück. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, heute mal wieder aus meinem Büro zu sprechen und nicht mehr nur aus dem Homeoffice. Ich denke, uns allen tut es gut, dass wir allmählich wieder ins normale Leben kommen. Ja, wir haben wieder ein recht buntes Angebot im Monat Juni. Und ich muss das immer ein bisschen hier ablesen, sonst kann ich mir das gar nicht merken, so viel ist das. Und das will ich Ihnen ein bisschen vorstellen. Letzte Woche ist was ganz Interessantes gelaufen, nämlich ein Beitrag über Sturz. Da geht es um den Zusammenhang von Sturz und Demenz, und zwar die kognitiven Funktionen, die am Sturz beteiligt sind. Und auch dort ist im Endeffekt wieder, ja, es sind die Exekutivfunktionen, die sind entscheidend. Und die kann man durch Übungen und Aktivität ein Stück weit trainieren und damit den gesamten Prozess etwas verzögern. Also wer sich für das Thema Demenz und Sturz interessiert, der kann da mal reinschauen. Ja, das Zweite, Sie werden einen Bericht bekommen über die Mundgesundheitskonferenz hier vom DNKP. Das war eine virtuelle Konferenz, die wohl sehr, sehr gut gelaufen ist. Also die Veranstalter sind ganz begeistert und sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und das ist das Zweite, was wir dann in dem Monat Ihnen vorstellen. Ja, das Dritte ist, mein lieber Kollege, der Nils Hensel, der wird Ihnen was erzählen über das neue Gesetz für die digitalen Helfer, also Telemedizin und digitale Modernisierung in der Pflege. Er wird Sie dort auf den aktuellen Stand bringen. Was sind also die Vor- und Nachteile dieser digitalen Infrastruktur für die Pflege? Das kommt auf uns alle zu. Ich kenne das teilweise aus Australien, wo also Pflegende über Bildschirme ambulant schon Leute versorgen und pflegen und während der Selbstpflege begleiten. Bestimmt ein interessanter Beitrag. So, was haben wir denn da noch? Ja, die Eva Gruber, die wird Ihnen was erzählen über das Buurtzorg-Modell. Das ist ein niederländisches Programm der ambulanten Unterstützung von Menschen in der eigenen Häuslichkeit, und das wird in Deutschland evaluiert, und so die ersten Ergebnisse eines solchen Evaluationsprogramms, da werden wir Sie mit der Eva Gruber darüber informieren. Ja, fünftens, so ein Thema, das ist eher so ein bisschen am Rand, ist wenig beforscht, man weiß nicht so viel darüber, also bipolare Störungen im Alter. Ne? Es gibt da relativ wenig Literatur zu, aber im Alter ist vor allen Dingen so Verhalten und kognitive Störungen, die werden so ein Thema. Ja, das ist das Übliche, so was Beklagendes, Grantiges, Unzufriedenes kommt da oft hoch in der Spätphase der bipolaren Entwicklung. Und da gibt es ein ganz interessantes Programm, HOPES nennt sich das, aus Großbritannien, ein Trainingsprogramm, wo man zusammen mit Angehörigen versucht, den Alltag etwas konstruktiver und weniger stressig zu organisieren, also eine bessere Alltagsbewältigung herzustellen. Da werde ich also eine kleine Vorlesung Ihnen präsentieren, wo ich all das mal zusammenfasse, was man über bipolare Störungen im Alter eigentlich weiß. Das ist ein recht wenig bearbeitetes Feld. Passend dazu zum Abschluss des Monats eine Fallvorstellung einer alten Dame mit einer bipolaren Störung. Also das sind wie immer reale Fälle, natürlich ein bisschen verfremdet, sodass man nicht zurückverfolgen kann, woher das kommt. Ja, also auch hier eine Dame, die sich viel beschwert und beschuldigt und die sehr durchlässig ist, also die alles auf sich bezieht, nicht? Mit einer gewissen Theatralik und Dramatik reinszeniert sie so auf eine negativ-manische Art und Weise so ihre Stimmung und Verfassung und entwickelt auch Schizotyp anmutende Vorstellungen, also Anmutungen und wahnhafte Vorstellungen über ihre Umgebung. Ja, das sind so die sechs Sachen, die wir so in diesem Monat haben. Und verweisen möchte ich Sie weiterhin auf unsere Online-Seminare. Ja, auf unserer Website, da sehen Sie das Jahresprogramm. Da gibt es inzwischen eine ganze Fülle diverser Angebote.
Und im September geht's los mit Präsenzseminaren. Da freue ich mich drüber. Das ist ja doch immer eine recht trockene Angelegenheit, immer nur vom Bildschirm zu sitzen und in die Röhre zu gucken. Also die Interaktion, die fehlt einem. Ne? Der Beifang einer Fortbildung, ne? Der Austausch. Und das geht im September also wieder los. Ja, ich freue mich, dass Sie uns so begleiten und zuhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, über Meinungen, die Sie zum Ausdruck bringen. Bitte herzlich gerne viel mehr davon und freue mich, Sie mal bald wieder hier begrüßen zu können. Insofern, ach ja, hatte ich noch was vergessen? Nee, habe ich nicht. Hab alles. Alles ist drin. Alles Gute Ihnen, einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Monat. Auf ein Wort.